Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Buwe News. Am vergangenen Sonntag kehrten die Buwe mit 3 Punkten aus dem Saarland zurück und gaben damit den vielen mitgereisten Fans einen Grund zum Jubeln. Mit diesem Auswärtssieg fuhren die Buwe den 5. Sieg in Folge ein. Von Beginn an stellten die Buwe die Saarländer unter Druck, brauchten aber auch gerade in der ersten Spielhälfte etwas Glück und einen überragenden Torhüter Markus Scholz, der bei einigen Chancen der Saarbrücker starke Reflexe zeigte. Kurz vor der Pause ging der SV Waldhof durch einen hervorragenden Spielzug in Führung. Timo Kern chippte den Ball perfekt auf Maurice de Ville, der auf Valmir Sulmani querlegt, und Walle netzte dann mit dem Kopf zum 1:0 Führungstreffer ein. Kurz nach der Pause erhöhten die Buwe. Michael Schulz köpfte Dorian Dierings Ecke an den Pfosten und Valmir Sulmani stand beim Abpraller genau richtig und schob zum 2:0 Endstand ein. Der SVW-Angreifer Maurice de Ville hatte bereits in der ersten Halbzeit die Riesenmöglichkeit für die Blau-Schwarzen. Auch im Laufe der zweiten Halbzeit kamen die Buwe zu immer weiteren Chancen, um auf 0:3 zu erhöhen. Der 26-Jährige schildert, wie zufrieden er mit der Partie gegen die Saarländer ist. Also ich bin sehr zufrieden mit allem, also von der eigenen Leistung her und vom Teamleistung her, weil ich denke, dass wir super gespielt haben. Es waren vielleicht 10, 15 Minuten, wo wir nicht so gut waren, aber ansonsten haben wir das komplett kontrolliert. 2:0 gewonnen in Saarbrücken, das ist top. 3 Punkte geholt, 5. Sieg in Folge und das macht uns alle glücklich. Der gebürtige Sulinger gab beim ersten Treffer die Vorlage und kann damit auf bereits 3 Vorlagen und 3 Tore nach dem 6. Spieltag blicken. Wir haben ihn gefragt, warum es momentan so gut für ihn läuft. Ja, ich denke, ich habe es schon mal gesagt, ich war nicht verletzt in der Vorbereitung, ich konnte alles mitmachen und das ist bei mir sehr wichtig, dass ich Spielpraxis habe, dass ich einfach in der Form bin, dass ich Trainingseinheiten habe und die Minuten auf dem Platz und dann muss das auch besser werden. Letztes Jahr war nicht so gut, das weiß ich auch und ich bin dabei, das zu verbessern und hoffe, dass noch einige Tore dazukommen. Im Pokal sicherte ein überragender Christopher Geng und ein Eppinger Eigentor den Buwe den Einzug ins BFV Rothaus Pokalfinale. Gegen den Verbandsligisten VfB Eppingen musste SVW-Schlussmann Christopher Geng im ersten Durchgang mehrfach retten und sorgte dafür, dass man mit einem schmeichelhaften Remis in die Halbzeitpause ging. Den Siegtreffer für die Mannschaft von Bernhard Rares lenkte Marc Rau ins eigene Tor. Mit diesem 1:0-Sieg konnte der SVW alle 7 Partien im August gewinnen und zog somit ins Pokalviertelfinale am 3. Oktober gegen den Oberligisten 1. CFR Pforzheim ein. Dass die Buwe als Favorit gegen hochmotivierte Gastgeber nur knapp der Pokalblamage entging, bewertet der 1,92 Meter große Stürmer als Begleiterscheinung eines Verbandspokalspiels. Am Ende zählt für ihn einzig der Sieg und der Einzug in die nächste Pokalrunde. Ist halt typisch Pokal. Also ich kenne das schon einige Male so Spiele gehabt im Pokal und das ist einfach nicht so leicht und ich denke, wir haben trotzdem gewonnen und das ist das, was zählt. Und danach ist alles egal. Hauptsache gewonnen. Danach fragt keiner mehr in 2-3 Wochen. Mit Stadt Allendorf treffen die Buwe am Sonntag auf eine Mannschaft, die nur 1 der letzten 5 Spiele gewinnen konnte und momentan auf dem 11. Tabellenplatz liegt. In der vergangenen Spielzeit konnten die Buwe beide Partien für sich entscheiden. Der 26-Jährige erwartet tiefstehende Gäste. Ich denke, das wird so ein Gegner wie Hessen Dreieich und die werden tief stehen, auf Fehler von uns lauern und dann versuchen zu kontern. Das müssen wir versuchen zu unterbinden, schnell das Spiel an uns reißen und so schnell wie möglich auch das Tor zu schießen. Seid live dabei und unterstützt die Buwe im Kampf um die nächsten Punkte.